Was geht ab, Community? Das ist bei Monster Gaming. Und ja, diesmal kommt ein etwas anderes Video, weil wir müssten drüber reden, wir müssen drüber reden. Die XFL ist zurück und ich schaue mir jetzt gerade mal die ersten, sag ich mal, 3, 4 Minuten an und sage euch so meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Und dann würde ich sagen, da sieht man sich auch jetzt gleich wieder. Also, mal gespannt. Es sieht ja vom Logo her schon mal ganz cool aus. Aber ich kann allgemein nicht viel mit Football anfangen. This Wenn man. is the future. This is not Ja, sie the haben so eine Art past. wie einen Trailer This is the vorbereitet. future. And the future moves fast. This is quicker, simpler. Rules, reform. This is your game. Aha, also Safe. This bessere is Regeln, die football. einfach so verstehen sind. This is gaming. And Football fantasy Reborn moves mit fast. Fantasy natürlich, Revamp. war mir klar. Retrain. Fantasy hatten sie ja, glaube ich, auch Excel. schon in der alten Bring it FXL. back. This is fans above all. This is maximum Fans above action. Less all. store, more Wäre ball. das mal das Motto der Deeper WWE? infractions. This begins in 2020. The 2020, future oh, is das war noch now. lange, in More 2 Jahren. access, more everyone, more Aber ist everything. vielleicht besser, da kann man ein bisschen alles This is ausplanen. our moment, our story to tell. This is history Warum nicht begun. versuchen, sie nicht wieder in so This eine Art is Entertainment-Richtung zu machen? XFL. Weil das hat ja schon das Scheitern der XFL eingeläutet Ladies and gentlemen, Vince McMahon. Wann war es? Vor 10 Jahren? Good afternoon, Oder vor everyone. 20? Ich weiß Thank es you nicht for genau. attending today's Auf press jeden Fall vor conference. meiner The new aktiven XFL is kicking Internetzeit, off here in dauerhaften 2020. Internetzeit. Quite frankly, we're going to give the game of football back to fans. I'm sure everyone has a lot of Ja, questions for also Good. gehört zu den Well, I'll Fans. tell you a lot of questions. Ich sage, wenn das mal Again, das Foto der we'll be back. WWE We're going wäre, to ask a Vince, lot of wa? questions and we'll Wenn listen. das mal das Motto der WWE wäre. Players, coaches, we're going to Ein listen. bisschen mehr nach den Fans richten, ein bisschen mehr gucken, Technology was die executives, wollen. members of the media, Aber and nee, everyone mit else who understands Eisenhardt, das the alles love durchziehen, and was man care will. of Ah, football. das. But most importantly, we're going to be listening Ganz ehrlich, ich kann mir to das fans. Geschwätz nicht anhören. Ich mache jetzt hier Schluss. Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung zur XFL. Sie hat früher nicht geklappt, ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt auf einmal klappen wird. Ganz ehrlich, ich gebe der ganzen Sache, gebe ich gerne eine Chance. Ich schaue mir gerne ein, zwei Spiele oder ganze so ein, zwei Veranstaltungen, schaue ich mir gerne mal an, um mich zu überzeugen, wie das ist. Aber ganz ehrlich, so wie das aussieht, werden sie nicht viel verändern. Es wird ein bisschen, natürlich ein bisschen anders modernisierter werden alles. Es wird viel mehr in die Entertainment-Richtung gehen und viel mehr in die Internet-Richtung gehen, natürlich diesmal. So wie es sich gehört, aber das hat beim letzten Mal schon nicht geklappt. Warum sollte jetzt auf einmal klappen? Ganz ehrlich. Also ich bin da ganz skeptisch der ganzen Sache gegenüber. Und die XFL, ja, ganz ehrlich, die XFL war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil er ja alles durchsetzen will. Er will seine eigene Bodybuilding Federation durchsetzen. Hieß sie nicht auch die BWF? Bodybuilding Federation. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Und dann wollte er die XFL machen, die hat nicht geklappt. Oh. Dann hat er irgendwie mit einem Restaurant probiert, wo übrigens ich so gehört habe, das Essen eigentlich ganz gut geschmeckt haben soll. Und das hat alles nicht geklappt. Warum will er jetzt nochmal probieren? Warum will er jetzt unbedingt aufs Fenster schmeißen? Ganz ehrlich. Das Ganze hätte ich in Charity verprasselt. Das ganze Geld, was er in die XFL jetzt stellt. Ich meine, es ist mir scheißegal. Ist sein Geld, soll er machen mit dem Geld, was er will. Aber meiner Meinung nach, entweder hätte ich es so da reingesteckt, sag ich mal, um das Wrestling besser zu machen, um ein besseres Wrestling-Produkt aufzugeben. Oder ich hätte dahin verpackt, wo besser gelagert wäre, nämlich in Charity. Dort den Organisationen helfen, die Hilfe benötigen. Kindersachen, Altenheime, Leute, die in Pflege sind, Pflegeheime oder sonst irgendwas. Irgendwie sowas. Sowas sollte man probieren und nicht irgendwie, ja, probier es mit der XFL nochmal. Ich kapiere die ganze Sache, ehrlich gesagt, nicht wirklich und. Ganz ehrlich, ich tue jetzt mal ein kleines Video einblenden, was meine Reaktion zur XFL war, weil das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Ja, das war meine Reaktion auf die XFL. So ziemlich das Ganze. Ich habe zuerst gedacht, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Und dann wurde es angekündigt und da war das nochmal eine Reaktion. Weil, wie gesagt, ist es mir scheißegal, was Vince McMahon mit seinem Geld macht. Ist ja auch ein, ist ja glaube ich von Alpha Entertainment oder so. Ist es irgendwie. Aber man merkt so ganz deutlich, ey, er hat keinerlei Ahnung mehr von dem, was er da überhaupt macht. Weil die WWE hält sich im Prinzip nur noch damit, dass es im Prinzip überhaupt keine Konkurrenz hat. Wäre jetzt sowas wie WCW noch da oder was Ernsthaftes wirklich da? Ich glaube nicht, dass die WWE noch existieren würde, weil gerade so die kinderfreundliche Richtung, die WWE inzwischen ja schon seit über 10 Jahren jetzt hat. Die läuft einfach heutzutage nicht mehr. Man muss den Leuten was bieten, die wollen Action haben. Und das kann die WWE einfach nicht mehr bieten. Und deswegen gehen auch viele Leute jetzt zu New Japan Pro Wrestling, zu Ring of Honor, zu Shimmer, zu, was weiß ich, Shine Wrestling, reine Frauenliga. All diese Sachen tun die Leute, WXW, all diese Sachen tun die Leute jetzt hingehen. Und tun jetzt sagen, weißt du was? Da sind wir besser behalten, da sind wir, haben wir einen besseren Content und so weiter und so fort. Aber hey, das hier. Ich weiß nicht recht, was zu sagen soll. Mehr. Außer, soll er machen, was er will? Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Ich lasse mich gerne von Gegenteil überzeugen. Die XFL wird zum Jahre 2022 schon nicht mehr existieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, das ist meine Einschätzung. Und so im Jahre 2022 ist es schon längst gegessen, dieser. Er sollte sich rein auf Filme konzentrieren, weil die WWE-Filme sind wenigstens einigermaßen gut. Die Marine-Filme scheinen zumindest zu laufen, ansonsten würde jetzt nicht schon der 35. Teil von der Marine kommen. Aber, wie gesagt, ich bin skeptisch der ganzen Sache gegenüber. Ich bin extrem skeptisch. Aber mal abwarten, ne? Aber gut, ich würde mal sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen. Einen Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten. Hinterlasst mir eure Meinung zur XFL unten in die Kommentare. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.